Die zweite Möglichkeit, Milch aufzuschäumen, einfach wenn ich wenig Zeit habe oder mit dem noch nicht so gut umgehen kann, ist die automatische. Die hat allerdings zwei Nachteile. Erstens, die Milch wird sehr, sehr, sehr fluffig, also es gibt sehr viel Schaum, nicht so gut zum Kontrollieren später. Und es kann sein, dass es überlaufen wird, wenn ich zu viel Milch habe, weil der einfach nicht aufhört mit Schaummenge, sondern mit der Temperatur. Wenn ich die benutzen will, einfach das Kännchen da reinstellen und auf Start drücken, der schäumt mir dann die Milch auf. Das klingt auch schon nicht so lecker, aber ist das in Ordnung. Ganz wichtig ist, ich darf niemals Milch zweimal aufschäumen. Das ist wie ein bisschen wie beim Eiweiß. Wenn man Eiweiß in eine Pfanne haut, wird es zum Spiegelei, weil die Eiweißzellen denaturieren. Das passiert bei der Milch auch. Das heißt, wenn ich die versuche zweimal aufzuschäumen, verbrennt die und wird richtig bitter und eklig. Außerdem würde der Milchschäumer dann eh nicht funktionieren, weil der mit Temperatur funktioniert. Das heißt, warme Milch nochmal aufzuschäumen klappt nicht und soll man auch nicht machen. Jetzt seht ihr, ich habe hier so einen richtig schönen großen luftigen Schaum. Das kann ich jetzt noch ein bisschen retten, indem ich den einfach ein paar Mal auf die Theke klopfe, weil dann zerstöre ich die Luftbläschen da drin. Aber das Ergebnis ist trotzdem schöner beim manuellen Milchschaum.